Wieso waren wir jetzt die ganze Nacht hier unterwegs oder wie jetzt? Ja, konnte man sich irgendwie schon vorstellen, aber dennoch. Du hast nicht zufällig irgendwas zu sagen? Ne, nix? Schade. Aber okay, let's go. Bin gespannt, was uns da wieder erwartet. Ist es wieder die Tür? Na, okay, ich habe die Tür nicht gescheit genommen. Alles klar. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Erinnerungen noch relativ sehr, sehr wichtig werden, weil halt einfach du quasi wahrscheinlich durch diese Erinnerungen zu dieser alten Magie kommst, in der Richtung, dass du das oder das lernst und das quasi lernst durch ihr, in ihre Augen oder ihre Sicht oder was auch immer, lernst du dann die Fähigkeiten, was du halt dann brauchst für die alte Magie. Wir sehen sie in Erinnerung, wir verwenden es danach, wir können es dann einsetzen, auf gut Deutsch. Finde ich cool. Dann machen wenigstens auch die Erinnerungen wenigstens ein bisschen anziehen. Weil ich habe ja schon gedacht gehabt, so cool, aber für was? Was müssen wir damit zeigen? Hätten wir am Anfang eher gedacht gehabt, okay, so die Gründerväter von Hogwarts und so, das wäre aber auch nicht schlecht, das hätte ich auch gefeiert. Da wurde der eh schon wieder. Und bist du allein oder dürfen wir wieder? Ist eh wieder klar, dass er nicht allein ist. Er ist Das viel kann nicht dir beschäftigt. ernst sein. Kobolde und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es. Ah, Hi. Fig, Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich bin auch gespannt. Servus, grüß dich. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Was? Eher besser gesagt, eine Erinnerung. Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Beste, Sie wissen gar nichts. Eigentlich Ja, war das das Buch. Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Wie er das eigentlich sogar quasi auch noch fördert, weißt du? Normalerweise, gerade als Lehrer, müsstest du noch sagen: Zuerst, aber. Oh. Geht Oh nicht. nein, einige Seiten scheinen zu fehlen. Also ist das Büchel dann Jemand doch muss das Buch wichtig. vor uns Wir haben gefunden eigentlich gedacht, haben. ihr hauptsächlich nur wegen der Erinnerung. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Aber die Frage ist Ich wieder, frage mich, warum es hier war, unter wer? Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Wieso? Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte. Wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Ah, ja. Der Havara dort, den habe ich schon wieder fast vergessen, ja. Bin gespannt, was auch noch dabei rauskommt. Was werden Sie ihnen über Mr. Osricks Tod sagen? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Passt. Perfekt. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Ja, Sie da werden wir natürlich definitiv auch dort vorbeischauen. Wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Dann werden wir mal definitiv auch dort vorbeischauen, ist eh klar. Ist ja eh klar, ist ja eh klar. Ui, Stufe 11, Digi. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Aha, was ist denn da los? Ich kann mir endlich... Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von gekreuzt... Die Finalrunde? Okay. Die Übungspumpe steht weiter zur Verfügung. Org. Für die Finalrunde, what the fuck? Ich möchte mit dir über Würfel und Halo sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. Ja, definitiv öffnen. Was haben wir da Schönes? Ah, okay, dann muss ich gleich auf Weltkarte gehen. Wow, wo ist denn die? Wo ist denn die Nebenquest, Alter? Bist du eppert? Ah, okay. Passt. Denk mal gerade so weiter. Wo ist denn da so die Professorin Fico? Da haben wir das. Da haben wir das. Dann trifft dich in Lower Hawksfield. Okay. Unterrichtsstunde Kräuterkunde. Hört sich definitiv geil an. Entgehe erfolgreich gegnerische Angriffe per Ausweichrolle. Weaken Sandy auf Gegner. Gut zu wissen. Ja, das mit den gekreuzten Stäben und alles drum dran würde ich eher sogar feiern. Dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Alter, wie würde sie mich einfach per Telefon anrufen? So eine Sprachnachricht schicken oder irgendwas in der Richtung. Geil, geil. Richtig volle Wäsche, so Richtung Sprachnachricht. Ah, ich zünde dich einfach an. Nee, geht leider nicht, schade. Wäre schon wieder Feuer und Flamme gewesen. Wem kann ich schon wieder anzünden? Dankeschön. Das sehr zeigen. Gott sei Dank, so wer weiß, was da nicht vielleicht auch noch alles drin ist. Boah, das erinnert mich aber wieder an die Mörder. Ich glaube, die hasst so. Die, was immer bei der Duschkabine war. Die, was jedes Mal den Harry Potter zugeschaut hat, beim Duschen und alles drum und dran. Die Spechtlerin, die Alte. Hat man taugt, die Alte. Bist deppert. Aber wie sie die ganze Zeit immer zugeschaut hat. Boah, die war voll geil auf ihr. Levioso. Nee, genau nix. Schade. Incendio. Das wäre jetzt so. Aber wir haben schon letztens ausprobiert gehabt. Wollte davon nicht. Ah, jedes Mal so geil. Aber ich würde mal sagen, jetzt gibt's einmal wieder ein Duell, aber er hat gesagt gehabt, Finale. Erklär mal. Machen wir mal Übungspuppe. Wenn es heißt Finale, dann sollten wir definitiv trainiert haben. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Mhm. Das wäre toll. Wunderbar. Bin definitiv gespannt. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay, die ist dann noch in der Luft. Alles klar. Muss ich gemacht haben. Alles chillig. Definitiv alles chillig. Das kann jetzt tendenziell ein bisschen dauern, bis der mal rüberkommt. Einmal. Bam. 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 Ah, so wie wir es eigentlich die ganze Zeit gemacht haben. Ah, das ist eine geile Kombination. Das ist eine gute Kombination. Feuer. Bam, 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 bam. Ziehen. Feuer, Feuer, Haberer. Und geh mal. Und hat sogar noch eine Kühler. Viele Erfrischung dazu. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Abkühlung zu dem ganzen Feuergemetzel. Nice. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Jetzt freue ich mich auf die Finale. Jetzt freue ich mich umso mehr auf die Finale.